Hey, wer ist denn das? Hey, was geht ab, Manusi-Fighter? Osaru hier mit dem ersten Video zu Xenoverse 2. Warum? Xenoverse 2 spielen wir live auf Twitch, Leute. Heute beispielsweise, heute Abend von 18 bis 21 Uhr. Könnt gerne einschalten. Wann ich sonst noch so online bin, live bin, könnt ihr dem Streamplan entnehmen. Der Streamplan ist in jeder Beschreibung des Videos oder bei mir auf dem Discord-Server. Könnt ihr gerne mal reingucken. Wäre cool, wenn ihr heute Abend reinschaltet für Xenoverse 2 Gameplay, Let's Play. Von 18 Uhr bis 21 Uhr. Aber heute, im heutigen Video, werden wir ein paar Summon machen. Beziehungsweise regelrecht in Xenoverse 2 finde ich sehr, sehr cool. Gibt es das Heldenkolosseum? Das ist quasi Dokkan Battle Schrägstrich, beziehungsweise Dokkan Battle X Xenoverse. Ja, und das ist Dokkan Battle in Xenoverse so gesehen. Was kann man hier machen? Man kann Figuren beschwören. Man kann PvP mit seinem Deck, das bis zu 6 Figuren besteht, kann man PvP gegen andere Spiele online kämpfen. Finde ich sehr, sehr geil. Ist sehr, sehr cool. Im Prinzip könnte man genau das gleiche in Dokkan implementieren. Ja, du nimmst im Dokkan-Deck sind auch 6 Charaktere. Jeder hat seine Werte, Passive und so weiter und so fort. Wie die Figuren hier im Kolosseum. Und damit könnte man eigentlich auch PvP gegen andere kämpfen. Ja, sei es drum. Das ist ein anderes Thema. Was werden wir heute machen? Wir werden heute ein paar Figuren beschwören. Figuren sehen so aus. Ich habe nicht so viele, wenn ich ehrlich bin. Ein paar, ja, ihr seht schon die Raritäten. Es gibt wirklich, die Raritäten sind ein bisschen ähnlich wie bei Dokkan. Und zwar gibt es NRSR. Da kommt kein SSR, sondern UR ist die höchste Rarität so gesehen. Und genau, heute werden wir Summon. Das ist so das Summon da, laden. Hier kann man quasi Summon so gesehen. Normale Kapselmaschine für 3 TP bzw. CP Medaillen. Ist quasi, da bekommt man eine zufällige Figur. Nur eine, das ist kein Multi oder so, Single so gesehen. Single Summon, aber man kommt, die sind nicht so gut, die Charaktere, das ist eine, die Charaktere ist nicht so gut. Spezialkapsmaschinen für 20 TP Medaillen, gibt es eine höhere Chance, eine seltene Figur zu geben. Das sind quasi, wenn ich das so sehen würde, auf Dokkan vergleichen würde, ist das quasi für mich eher ein bisschen so Friend Summon. Und das ist dann so ein normaler Summon bei einem Banner, normaler Single Summon. Dann gibt es noch Anmeldebonus, könnt ihr einmal pro Tag reingucken, was ihr da bekommt. Guck mal, was ihr da bekommt, fangen wir damit an. Und was haben wir? N, ja, N. Ja, okay, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass wir irgendwas Geiles ziehen. Hier gibt es, wie gesagt, hier ist bei mir wirklich noch nichts Geiles gejobbt. Ich habe das ein paar Mal gemacht. Ich glaube, hier sind wirklich die guten Charaktere. Steht ja auch dran, seltene Figuren. Wir haben 260 TP-Medaillen. Die werden wir raushauen. Ja, ist halt typisch so Summon, ja. RNG ist halt das, was ich mir so, das, was mich reizt, mit dem sie sich kriegen auf jeden Fall. Fangen wir einfach mal an, ich finde das wirklich sehr, sehr gut. Es gibt hier einen UR Vegeta Blue, den hätte ich gerne, aber ich weiß halt nicht. Was ist das? R-Charakter, okay. Ich weiß, ich kann mich halt überhaupt nicht aus, was Figuren es gibt und so weiter und so fort. Deswegen, das haben wir einfach mal. Aber wir sehen schon, die Charaktere, die Figuren haben ein Level, Angriff, Verteidigung und so weiter und so fort. Fertigkeiten, Fähigkeiten und damit, mit diesen Figuren kann man kämpfen, PvP. Ihr kennt euch da sicherlich besser aus, ich habe da ein, zwei Mal gekämpft. Wir werden heute nur Summon machen, eventuell. Liegt an euch, Leute. Oh, nochmal der Freezer. Liegt an euch. Wenn ihr Content zu Xenoverse 2 sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, gebt mir ein Feedback. Ich wollte das auf jeden Fall mal raushauen, mal etwas anderes auf dem Channel, weil wir gerade Xenoverse spielen und es mir wirklich Spaß macht in den Streams. Und es ist dieser Summon-Aspekt da. Dieser Summon-Aspekt ist ganz geil, ja. Dokkan. Okay, R-Karte. Ich dachte gerade, wie geht da? Dokkan X Xenoverse so gesehen. 200 haben wir noch, so 10 Stück, 10 Summon. Guck mal, was hier abgeht, ich weiß wirklich nicht. Ich kann mich mit der Animation noch nicht aus, aber... Ah, okay, ich wollte gerade sagen, das sah schon ein bisschen besser aus. SR, okay, SR Goku, okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Bin gespannt, ob wir ein UR ziehen, die höchste Rarität. Das ist dann quasi der SSR von Dokkan. Von Dokkan. Animation und so wollte ich sagen, ich weiß, ob es da irgendwas gibt oder so. Oh! Ah! Wie gesagt, ich weiß nicht, welcher Charakter welche Rarität hat. Man kann sie auch erwecken und so. Aber der sah halt geil aus. Super Saiyan Goku kam gerade ein bisschen so aufleuchtend. Da dachte ich, oh mein Gott, ist das ein UR? Nee, war leider kein UR. Guck mal, wie es hier abgeht. Wie RNG hier ist. Wer nicht weiß, was RNG ist, Random Number Generator, heißt Zufallsgenerator. Das ist SR, okay. Das ist im Prinzip die Rate, Zufallsrate, die hier, beziehungsweise auch
bei jedem anderen Summon, jedem anderen Spiel rausgehauen wird. Schau mal, was hier abgeht. Ein UR wäre echt nice. Ich weiß, ob ich da viel verlange. Oh mein Gott! Ich sehe die Charaktere halt. Ah, Goku Schwarz. Sie hätten ruhig Goku Black lassen können. Ich sehe die Charaktere, ich kenne sie nicht, aber halt anhand. Zum Beispiel Goku Black in Dokkan ist SSR. Ich dachte, oh mein Gott, ist das ein UR? Nein, schön gedacht, war kein UR. Aber wir haben bis jetzt gute SR gezogen. Jetzt kommt wieder ein R zur Abwechslung, alles klar. Macht nichts. 5 Single haben wir noch. 5 Single haben wir noch. Guck mal, was hier abgeht. Also ich finde das Gameplay, wie gesagt, werden wir heute nicht machen. Vielleicht gerne in einem anderen Video. Ah, wieder der Goku, nice. Finde ich hat was, ist wirklich interessant. Ihr habt 6 Charaktere in eurem Deck, kurz gesagt, auf dem Feld. Könnt 3 aufstellen, diese 3 Kämpfer gegeneinander. Ihr müsst so gesehen die Charaktere HP runterhauen, die HP des Gegners. Es sind gewisse Fertigkeiten, Tanks, also noch wieder so ein Goku. Charaktere, die schneller angreifen, Charaktere, die mehr Schaden machen und so weiter und so fort. Und nachdem wie diese aufstellt und so, bringt ihr so ein bisschen strategisch leicht, bringt ihr den Gegner, müsst ihr die HP des Gegners runterhauen. SR Piccolo, SR, schade. Die HP des Gegners runterhauen. Und ja, quasi derjenige, der zuerst gewinnt, gewinnt das Game. Logischerweise. Aber es macht Spaß. Es ist wirklich. Das Geile ist halt, dass es so quasi Figuren sammeln. Das ist wirklich schon wieder der Kakarot. Das ist Dokkan. Dokkan und Dragon Ball Heroes, würde ich mal sagen, vereint. Dragon Ball Heroes gibt es ja Figuren. Oh, letzter Single. Ich glaube, hier kommen wir kein UR. Dragon Ball Heroes gibt es ja, Figuren, Dokkan hat Karten, beziehungsweise mit den Werten, Fertigkeiten und... Yay! immerhin letzter Single ein UR. Ganz cool, immer mit dem UR raus. Freut mich, ist cool. Das ist wirklich geil, wenn ich ehrlich bin. Und zwar, hier, warm, schauen wir unsere Figuren an. Ein UR haben wir bekommen, sehr nice. Ihr könnt euch, wie gesagt, ein Deck zusammenstellen. Und dann kämpft man damit. Und das ist dann quasi so der Heroes-Aspekt, würde ich mal sagen, dass ihr die Figuren habt in dem Deck. Wo ist mein Deck? Hier. Genau, hier könnt ihr euer Deck wählen. Ah, 5 Charaktere, nicht 6, sorry. Hauen die mal kurz raus, entfernen. Boom, 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 boom. Und dann das... Es ist wirklich, um es kurz zu fassen, das Geile ist halt, dass man mit diesem Deck, mit den Charakteren, Schrägstrich Figuren, Schrägstrich Karten, wenn wir das mit Dokkan vergleichen, die haben wirklich ähnlich wie Dokkan, Werte, Level und so weiter und so fort, kann man kämpfen PvP online gegen andere. Und quasi, das ist wirklich nicht schwer oder so, das Spielprinzip, es macht trotzdem Spaß. Quasi das muss man einfach nur auf Dokkan anwenden. Ich verstehe nicht, was da so schwer ist, aber wäre geil, wenn so etwas in der Art früher oder später kommt. So, wir haben noch mal einen Buu rein, auf jeden Fall, und noch einen irgendeinen anderen SR-Charakter. Wieso kann ich mehrere Gokus reintun? Ja, komischerweise. Ah, oh, okay, stopp. Die haben wahrscheinlich auch noch... Unterscheidet sich ein bisschen von dem anderen? Ich weiß nicht, Leute. Ich kenne mich da echt nicht so gut aus, wie gesagt. Aber so ist das im Prinzip. Ja, das ist ganz cool. Buah, wir haben Buu gezogen. Das war immerhin cool. Wie gesagt, Leute, wenn euch das gefallen hat, was ja ein bisschen Content zu Xenoverse kommt, dann lasst auf jeden Fall ein Feedback da, ein Like. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniert mich, falls ihr neu seid. Schaut auf meine Social Media Kanäle vorbei. Alle Links in der Beschreibung. Schaut auch in den Streams vorbei, Leute. Würde mich freuen bei Xenoverse Streams. Der Streamplan ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Habt auf jeden Fall eine schöne Zeit. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace, Leute.